die Farbe total geliebt. Deswegen dachte ich, den müssen auf jeden Fall auch mit. Und den musstest du mit so einem Schaber abkratzen. Oh, ich hätte fast gekotzt. Der ist sehr, sehr lecker geworden. Keine Kartoffeln! Du kannst dir ja die Kartoffeln entfernen. Und ich freue mich schon riesig drauf, wenn wir endlich unser fertiges Buch in der Hand halten und nicht. Aber du musst das Auto ausmachen. Auto aus! Schön, dir das reintragen. Schau. Perfekt, ihr macht das echt gut. Hallo Freunde der Sonne und Freunde des guten Geschmacks zu diesem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute ist, ich glaube, Donnerstag? Heute ist Donnerstag und wir sind in München im Bolt Hotel. Das haben wir euch im letzten Vlog gezeigt. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt und Interesse daran habt, schaut gern rein. Wir werden heute den Tag noch ein bisschen in München verbringen. Die Lisa trifft sich zum Kaffee trinken mit einer Freundin und ich fahre zu einem Freund, mit dem ich auch einen Podcast mache. Und ich muss ihm das Mikrofon einstellen, weil er hat das irgendwie nicht so ganz hinbekommen. Deswegen fahre ich da vorbei und zeige ihm mal, wie man richtig mit dem Mikrofon aufnimmt. Heute, ja, das Wetter lässt zu wünschen übrig. Gestern war besseres Wetter. Auf jeden Fall werden wir jetzt gleich auschecken. Ich habe auch schon unsere Sachen gepackt. Der Koffer ist fast, der muss nur noch geschlossen werden, sonst ist alles drin. Wir schneiden gerade noch unser Video, also den Vlog, der heute online kommt. Und dann starten wir. Bevor wir uns jetzt dann gleich trennen sozusagen, da wir uns mit, also ich treffe mich ja mit einer Freundin und du auch mit einem Freund. Boah, dann, ich nehme mich immer zuerst. Nee, du bist ein Esel. Der Esel nennt sich immer zuerst. Ja, auf jeden Fall, bevor wir das jetzt tun, wollen wir noch ein paar Fotos machen für Instagram und haben uns überlegt, vielleicht das hier zu tun. Moment, hier ist ja die Bavaria und vielleicht bekommen wir da ein gutes Foto hin, wobei da ist Baustelle, sehe ich gerade. Ja, oder wir machen einfach hier ein schönes Bild. Wo? Ja, hier. Hier. Vor dem Dixie-Klo wäre doch schön. Vor dem Dixie-Klo. Ja, why not? Ja, oder wir gucken mal, wie das Licht da drin ist, weil ich finde es eigentlich auch ganz schön, hier, wenn man da so eine Weite hat und dann im Hintergrund so ein paar... Rot. Wo? Hallo, da ist gar nichts. So ein paar Gebäude erkennt. Mal schauen. Was auch super freaky ist, ist eigentlich, dass hier ja sonst das Oktoberfest ist, der Theresienwiese. Und wenn es Oktober... Nicht. Ja, jetzt. Ja, dieses Jahr ja sowieso nicht, stimmt. Aber ansonsten, wenn man sich überlegt, wie viele Leute hier eigentlich sonst immer auf den Platz versammelt sind und wenn es Oktoberfest nicht ist, ist ja halt nix. Außer hier ist Paulaner-Zelt. Nee, hier sind nichts. Die Zelte sind ja vorne. Was ist dann hier genau das Riesenrad? Ja, so ungefähr, glaube ich, Höhe Riesenrad. Oder? Ja. Weil wir sind ja schon fast am Ende von der Theresienwiese. Aber es ist echt krass, wenn man dann so die Fläche sieht, wie groß die eigentlich ist, denkt man sich, ja, da wundert man sich nicht, warum man immer bei der, wenn man auf der Wiesn ist, so lange braucht, bis man von ganz vorne nach ganz hinten kommt. Ja, ist fast das größte Festival hier, oder ist ja, glaube ich, das größte Bierfest der Welt, oder? Ja, das ist, glaube ich, schon, auf jeden Fall. Ja. Wir haben ja auch mal auf dem Oktoberfest gearbeitet, auf dem Fake-Oktoberfest in Australien. Stimmt. Das hieß auch Oktoberfest. Oh mein Gott, da habe ich tatsächlich 12 Stunden an einem Tag Porknuckle, also so Schweinshaxen, mit Salz einmassiert. Und kann ich war Veganer sagen? Und ich dachte mir so, Alter, fuck, ich habe am Schluss echt geweint. War schlimm für mich. Das war richtig, richtig bitter, ja. Aber wir mussten alles tun, um Geld zu verdienen, gell? Wir waren so broke in ja, der Zeit. Ja. Und da haben wir irgendwie jeder $400 bekommen, was echt viel war für 2 Tage, 12 Stunden arbeiten. Boah. War echt intensiv, war auf jeden Fall eine Erfahrung, die wir so nie mehr vergessen werden. Aber nochmal, würde ich es nicht machen. Das so viel steht fest. Also das war crazy. Also ich meine, ich habe ja nicht das gemacht, was du machen hättest. Du hast mir echt so leid getan. Ich habe immer geguckt zu Maxi und ich dachte so, mein Gott, wir haben am selben Stand gearbeitet und ich habe verkauft quasi. Das war so ekelhaft. Und da musste ich noch den Ofen reinigen am Schluss. Dann sagt er so nach 12 Stunden Porknagel einmassieren, sagt der Chef so zu mir, hey Max, willst du dir noch mal extra Geld dazu verdienen? Dann sage ich so, ja. Dann er so, ja, du kannst den Ofen noch sauber machen, da wo da gerade die Portnagel alle drin waren, die 10.000 Stück, die wir verkauft haben. Zack, und dann war da so eine fette Fettschicht dran und die musstest du mit so einem Schaber abkratzen. Oh, ich hätte fast gekotzt. Also, ja, was man alles macht für Geld irgendwie. Ist auch schon lange her, ist jetzt schon 3 Jahre her, aber ja, ist auch immer wieder, es gehört auch alles irgendwo dazu, so. Wir haben uns jetzt noch dagegen entschieden, weil
die Sonne jetzt nämlich so rauskam, plötzlich, dass es jetzt doch zu hell ist. Es ist auch Mittagssonne und eigentlich, wir fotografieren ja nie zur Mittagssonne. Außer es ist bewölkt, dann ist es egal. Dann kriegt man auch so ein schönes beige Licht hin. Aber ansonsten ist schlecht. Ansonsten eher halt dann abends. Genau. Oder wenn es bewölkt ist. Oder ganz in der Früh. So, Friends, wir sind jetzt gerade an so einer Raststätte hier auf der Autobahn. Wir fahren nämlich jetzt wieder zurück nach Hause. Und ich muss sagen, es war jetzt wirklich sehr, sehr schön in München. Ich war jetzt gerade noch bei einem Freund, der mit mir zusammen den Podcast macht. Von oben betrachtet heißt der. Und habe ihm sein Mikrofon richtig eingestellt, weil er, das war richtig lustig. Gestern haben wir die erste Folge aufgenommen. Nee, vorgestern war es, haben wir die erste Folge aufgenommen. Und ich dachte mir so, das hört sich ein bisschen so metallisch an. Irgendwie so, als würde er das Mikrofon nicht richtig benutzen. Dann fahre ich so zu ihm und habe halt hingeguckt. Dann hat er das Mikrofon falsch rumgedreht und hat hinten reingesprochen anstatt vorne. Jetzt haben wir es richtig eingestellt und jetzt passt. Also die nächste Folge sollte vom Klang her noch mal viel, viel geiler sein. Und ja, und dann waren wir noch im Park, haben ein bisschen gequatscht und die Lisa war währenddessen mit ihrer Freundin noch Kaffee trinken. Also es war ein sehr, sehr schöner Tag, der auch bei dem schönen Wetter. Und jetzt haben wir halt kurz noch bei der Raststätte Halt gemacht, weil wir unser Video noch hochladen, also unseren Vlog. Also wir sind die ganze Zeit am Hochladen, Schneiden, also wirklich sehr, sehr nice. Wir haben uns ja fest vorgenommen, zweimal die Woche einen Vlog hochzuladen und einmal die Woche ein Themenvideo. Und es klappt eigentlich bis jetzt ganz gut. Zurück zu Hause, es war irgendwie echt noch eine anstrengende Fahrt, ich weiß auch nicht. Zieht sich dann doch ein bisschen von München nach Deggendorf, obwohl es eigentlich nur 140 Kilometer sind. Und jetzt sind wir ziemlich K.O., haben gerade noch ein paar Sachen jetzt ausgeräumt. Unseren Koffer und das Radler und ein paar Getränke, die noch übrig geblieben sind von gestern vom Grill. Und ich möchte euch noch was zeigen. Ich koche mir auch gerade in der Küche, beziehungsweise ich habe es in der Pfanne. Ich habe es gerade gekocht und jetzt in der Pfanne. Edamame, love it, zeige ich euch aber gleich. Jetzt möchte ich euch erstmal zeigen, was wir heute gefunden haben. Wir haben nämlich auf dem Weg, wir waren ja kurz in der Stadt noch, bevor wir uns mit unseren Freunden getroffen haben. Und da sind wir an so einem schönen Laden vorbeigelaufen. Der heißt End Living, so ein Concept Store. Und ich habe so schöne Sachen gefunden, oh mein Gott. Und zwar einmal diese pastellfarbene Lichterkette. Ich fand die so schön, ich dachte mir, ich muss die unbedingt mitnehmen, also die hat jetzt verschiedene Lampen, verschiedenen Farben, einmal so hellbraun, dann ist es so, ich glaube so ockergelb, beige, ja, total schön für den Balkon, wenn wir dann umziehen und falls die Van-Reise klappt, dann auch für den Van. Dann haben wir noch das gefunden, das ist übrigens von Firm Living, falls man das so ausspricht, Firm, und zwar ist es ein kleiner Behälter für die Zahnbürste. Und das ist auch, ich glaube, besteht aus, weiß es nicht, ist kein Stein auf jeden Fall, aber fühlt sich sehr hart an. Und dann haben wir noch zwei neue Geschirrtücher. Die Farbe total geliebt, deswegen dachte ich, die müssen auf jeden Fall auch mit. Und die passen natürlich auch gut zu den Lampen, falls sie zusammenpassen müssten. Ich meine, Balkonlampen müssen natürlich immer zu Geschirrtüchern passen. Also, das ist die Ausbeute. Bin ganz happy. Freue mich schon, wenn wir umziehen und dann die Wohnung einrichten. Wobei wir es ja auch wirklich minimalistisch halten wollen. Also, wir haben auch schon gesagt, wir wollen es gar nicht zu stark vorstellen. Und wirklich einfach nur das Nötigste und auch nicht viel Geschirr und nicht viel Deko, einfach nur so ein paar so Dinger, weil ich finde, wenn man dann zu viel hat, das überfährt einen dann auch gleich voll schnell und man zieht sich so schnell davon ab, dass wir gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Aber ich glaube, ein paar Sachen werden wir schon kaufen, bestimmt auch Secondhand, ganz viel, ja, genau, ich freue mich drauf. Und jetzt muss ich mal nach den Edamame schauen, weil ich glaube, sonst verbrennen die. Yummy, so sehen die jetzt aus. Edamame sind übrigens so lecker, falls ihr die nicht kennt. Gibt es im Asialaden, im Bioladen, ja, bestimmt auch normal in Supermärkten, glaube ich. Ich habe jetzt die beim Lenz gekauft. Und das sind, soweit ich weiß, japanische Sojabohnen. Und die kocht man, also wenn die tiefgefroren sind, dann koche ich die ganz kurz, so 2,5 Minuten. Und dann gebe ich die noch mit Salz und Öl in eine Pfanne, brate die so ein bisschen an. Und dann isst man quasi das Innere, Moment, ich zeige euch das mal, falls ihr die nicht kennt. So lecker, also wie so Erbsen. Und da drinnen, seht ihr das, sind dann die Edamame. Genau, und das isst man dann so gut. So, Friends, heute ist Freitag. Friday heißt High Day. Und wir haben heute den ganzen Tag, also den Vormittag damit verbracht, zu telefonieren. Wir haben mit dem Verlag telefoniert. Ihr wisst ja, wir schreiben gerade ein Buch.
Jetzt geht unser Text zur Korrektur. Wir bessern noch ein bisschen was aus und dann wird der fertige Text auch bald in den Druck gehen. Und ich freue mich schon riesig drauf, wenn wir endlich unser fertiges Buch in der Hand halten und nicht mehr hier nur den Dummy, den wir gezaubert haben. Aber so vom Cover her sieht es auf jeden Fall dann aus. Aber das fertige Buch kommt demnächst. Also ich glaube, irgendwann im September, Anfang September müsste uns das zugeschickt werden und dann können wir es euch zeigen. Aber ich freue mich schon echt drauf, weil es ist halt wirklich ein Meilenstein für uns. Wir haben einfach ein komplettes Buch geschrieben mit ganz vielen Geschichten, die wir so noch nie veröffentlicht haben. Also wirklich sehr, sehr geil. Ich freue mich. Jetzt ist es, glaube ich, so 1:30 sowas und ich bin gerade dabei, was zuzubereiten und zwar einen kleinen Linsen-Kartoffeleintopf mit ganz frischem Gemüse. Wir haben nämlich gestern eine Box zugeschickt bekommen von Etepetete und die engagieren sich eben, die holen vom Bauernhof frisches Obst und Gemüse, das sonst weggeschmissen worden wäre, weil es krumm ist und nicht verkauft wird. Also total crazy. Menschen schmeißen Obst und Gemüse weg, das wirklich frisch ist, nicht schimmelt oder so Zeug, sondern einfach frisch ist. Nur weil die Karotte ein bisschen krumm aussieht oder eine Gurke krumm gewachsen ist, wird es weggeschmissen, weil es im Supermarkt eben nicht verkauft werden kann. Und dieses Obst nehmen die und Gemüse nehmen die und verschicken es in Boxen. Und da wurde uns auch eine zugeschickt und dieses Gemüse nehme ich gerade her, um den Eintopf zuzubereiten. Und es riecht halt alles extrem frisch, ist bio. Ich zeige euch jetzt mal, wie unser Essen aussieht. So, ich habe hier schon mal Karotten, dann Frischzwiebeln, normale Zwiebeln, Knoblauch und Paprika. Hier sind die Kartoffeln, da ist normalerweise der Deckel drauf und hier hinten sind die Berglinsen. Sind eigentlich auch gleich fertig, die schmeißen wir dann alles zusammen. Dann kommt ein bisschen Kokosmilch drauf und Tomatensauce und das war's und dann schmeckt es fantastisch. So, nachdem wir jetzt ganz viele Termine heute Vormittag hatten und Mails gemacht haben und ich weiß es nicht alles, ist es jetzt 3. Ich bin, glaube ich, bis vor einer halben Stunde noch nicht mal geduscht gewesen heute und noch nicht mal frisch angezogen. Also heute ist so ein bisschen Chaos-Tag. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt zum Hofladen fahren. Because today is Friday und das ist der einzige Tag der Woche, an dem der Hofladen geöffnet ist. Und fahren wir hin, holen wir uns frisches Obst und Gemüse. Vielleicht gibt es Obst, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es Erdbeeren oder so. Es gibt auf jeden Fall Erdbeermarmelade, das weiß ich. Weil die hat immer das beste Erdbeer... die beste Erdbeermarmelade, wollte ich sagen. Oh mein Gott, der Sprachfehler. Auf jeden Fall fahren wir da jetzt hin und dann kaufen wir ein bisschen frisches Obst und Gemüse, würde ich sagen. Ja, und dann kochen wir. Was kochen wir? Wir könnten, bitte, wir könnten heute wieder... Ich hab vorher einen Eintopf gemacht, Linsen-Kartoffel-Eintopf, der ist sehr, sehr lecker geworden. Keine Kartoffeln! Du kannst dir ja die Kartoffeln entfernen, wenn du möchtest. Was ich mir gedacht habe, wir könnten heute Mac and Cheese machen. Als Kartoffeln, Cashewkern und Karotten, das ist mein Lieblingsessen. Vielleicht können wir ja dann so Linsennudeln oder so dazu machen. Maybe. Weil könnten wir ausprobieren. Gestern haben wir, wie heißt es? Kichererbsennudeln ausprobiert. Oh, die war mir okay. Hat es nicht so geschmeckt. Ich muss sagen, die waren okay. Aber ein Freund von mir, mit dem ich auch den Podcast habe, von oben betrachtet heißt der Eigenwerbung gerade, der hat halt gesagt im letzten Podcast, Max, du musst diese Linsennudeln oder was gibt es denn? Kichererbsennudeln, alles mögliche gibt es ja mittlerweile. Musst du ausprobieren. Ich habe es ausprobiert, ich würde sagen, okay. So von 1 bis 10 würde ich den Nudeln vielleicht eine 5, höchstens eine 5. Eher eine 4 geben. Ja, und ich muss sagen, ich weiß es nicht, mich hat es nicht so abgeholt. Von der Konsistenz her war es ganz okay, aber geschmacklich... Ist ein eigener Geschmack, ja. Ja, vielleicht bin ich, aber wobei, ich mag Hummus, mag ich schon auch gerne. Also ich glaube, es liegt nicht daran, dass ich keine Kichererbsen mag. Weiß ich nicht, aber ich würde ganz gerne Linsennudeln noch ausprobieren. Mal gucken, vielleicht finden wir da heute welche im Bioladen, da wollen wir nämlich... Danach dann noch kurz hin und vielleicht gibt es ja dann heute Mac and Cheese. Aber es ist schon krass, es gibt mittlerweile Nudeln aus allem, gell? Es gibt sogar Reisen, es gibt ja alles, es gibt ja Nudeln aus dem. Oder aus irgendwelchen Mungobohnen oder wie die heißen, haben wir letztens auch mal gesehen. So Mungobohnen haben wir doch gesehen im Bioladen. Mungo. Stand doch drauf, oder? Oder irgendein. Okay, weiß ich nicht. Mungo habe ich noch nie gehört. So, der Hofladen ist erledigt und zeigen wir, der Hofladen ist erledigt. Der Einkauf im Hofladen, junge Dame. Der Einkauf ist erledigt. Wir sind auch, ich bin halt auch mega erledigt. Ich bin halt so richtig low energy. Ich weiß auch nicht, irgendwie heute ist nicht so mein leistungsfähigster Tag. Aber... Ich muss schneller reden, weil der junge Mann, der entfernt gerade den ganzen Schmutz von unserem Auto. Uns hat nämlich in München hier ein Vogel ordentlich sieht man das? Hingekackelt.
hingekackelt, ja, sieht man gar nicht mehr. Boah. War hier das ganze Fenster voll. Ja, wir standen da beim Theresienwiese, oder hieß das Theresienwiese? Und da waren überall Bäume und da haben halt die Vögel dann ordentlich das ganze Auto vernichtet. Oh oh, ich hoffe, die Fenster sind zu hinten. Ich hoffe es auch, doch ist alles zu. Ich finde es ja immer ein bisschen creepy so in der Waschanlage. Das ist einem nicht so geheuer, finde ich. Aber alleine würde ich nicht in die Waschanlage fahren. Hilfe. Aber du musst das Auto ausmachen. Auto aus. Ah. Jetzt geht's los. Es klingt so, als wäre ich noch nie in so einer Autowaschanlage gewesen. Spaß. Oh oh. Wer soll das reinigen hier? Oh oh. Ah, jetzt, pass auf. Ah. Soll ich runter machen? Bei dir mache ich jetzt nein. runter. Hör auf. Es hat einfach tatsächlich reingeregnet. Wir haben vergessen, hinten das Fenster zuzumachen. Da war so ein ganz, ganz kleiner Spalt offen. Ich habe es dann noch gecheckt. Ich schaue so nach hinten und dachte mir, nein! Jetzt ist es ein bisschen nass hinten. Shit, ey. Aber ist okay. Trocknet schon. Wir, hey, so verballert. Und nicht nur so, ja, alle Fenster sind zu. So, Freunde, wir sind jetzt wieder vom Einkaufen zurück und ich zeige euch mal, was wir alles besorgt haben. Hier einmal Müsli, Himbeeren und einen Freiburger. Dann haben wir hier Spiralnudeln. Hier habe ich noch so Zimtkissen, die sind sehr, sehr lecker, auch vegan. Dann haben wir hier Nudeln. Und hier sind noch ganz, ganz viele Sachen vom Hofladen. Hier ist einfach frische Minze. Und die bauen das halt alles hinten im Garten an. Also ich bin total begeistert. Hier sind ganz viele frische Kräuter drin. Oh mein Gott, ich lieb's. Dann haben wir hier Mangold, Frühlingszwiebeln, Gurken haben wir genommen. Hier noch so eine ganz krumme Peperoni. Hier haben wir noch Gurken. Und was ist da drin? Ah, da ist der, wie heißt der denn? Rucola. Rucola ist hier noch drin. Dann haben wir hier frische Datteln. Hier haben wir noch, das sieht aus wie Wein, ist es aber nicht, sondern das Traubensaft. In einer sehr schönen Flasche. Hier habe ich noch, das gab es neu, weißen Tee. Auch sehr nice. Noch zwei Limos. Dann kaufe ich immer diese Hafermilch, die ist sehr, sehr cool. Also wenn ihr da mal im Bioladen einkaufen geht, holt euch die Hafermilch, die ist so lecker. Und hier haben wir noch Walnussbrot. Ja, das war's. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Heute ist Samstag und meine Mama hat mich gestern so angerufen, gestern Abend war's. Hey, kannst du mir helfen, meinen Keller auszuräumen? Ich habe da nämlich ein bisschen Sperrholz. Und da dachte ich mir, ja, kannst du halt nicht Nein sagen. Es ist heute strahlender Sonnenschein und ich hole jetzt noch schnell so einen Kleintransporter ab und dann fahren wir das Sperrholz zum Recyclinghof. Also es könnte ein bisschen Arbeit werden. Ich schätze mal so 2-3 Stunden werde ich schon brauchen. Ich habe auch die Jungs dabei, also meinen Neffen und mein Bruder. Die werden mir beide helfen. Also es könnte ein lustiger Vormittag werden. Jetzt ist es glaube ich 8:30 sowas. Ich fahre jetzt los, hole den Transporter und dann packen wir gemeinsam an und schleppen das Zeug aus dem Keller in den Transporter zum Recyclinghof. So, Freunde, wir haben jetzt hier einen Van ausgeliehen, also so einen Transporter. Der kostet jetzt tatsächlich am Tag, ich weiß gar nicht, 70, glaube ich, gell? Ja. 70 am Tag und den bringen wir dann am Abend wieder zurück. Das ist schon ein dickes Ding, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Zeig mal her. Hier. Er ist schon groß, gell? Ja, schon. Er ist schon groß. Auch mit der Kupplung, da muss man sich erst dran gewöhnen. Das hat bei mir auch. In Australien hatten wir auch so einen großen als Campervan umgebaut. Und es war schon echt nicht einfach. Das ist eine Fliege. Echt nicht einfach mit der Kupplung. Und natürlich auch mit dem Lenken. Da muss ich schon aufpassen. Aber ich werde jetzt eins mit dem Fahrzeug. Und dann machen wir das, oder? Machen wir das. Schicker, schicker Transporter hier. Wir haben die erste Ladung geschafft, oder Max? Ja, die erste Ladung haben wir. Aber es war halt schon anstrengend. Das war richtig anstrengend. Das war pure Kraftaufwendung. Ich sag's dir. Ja, hier mit seinen Armen. Er hat auch nicht breiter. Noch front. Aber jetzt geht's weiter, Max, oder? Noch mindestens eine Ladung. Eine Ladung nehmen wir noch mit. Eine Ladung kostet es mindestens doch, ja. Sind wir gespannt, weil die Frau hat uns gerade erzählt, dass 1 Kilo 1,80 kostet und wenn das wirklich stimmt, dann nee, sind wir beim... Nee, ich glaube das 18 Cent sind ja, das Kilo. Das sehen wir gleich. Ich habe es, glaube ich, anders verstanden, aber wir werden es sehen. Und wenn das 1,80 1 Kilo kostet, oh, das wird richtig teuer, weil ich glaube schon, das sind, wie werden es sein, 200, 300 Kilo, werden das richtig, das werden schon locker 200, 300 Kilo, gell? So, packen wir das Sperrholz in den Wagen.
Handschuhe habe ich an. Die Jungs, die machen das sehr, sehr gut. Die sind motiviert, die sind hyperaktiv ein bisschen. Und deswegen bin ich da ganz froh, dass ich die dabei habe. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, schaut euch das an. Wie schön die das reintragen. Schau. Perfekt, ihr macht das echt gut. Weiter so, Leute, weiter so. I'm just sitting here. I got time. So, Max, was haben wir jetzt gemacht? Erste Ladung ist schon weg. Ist sie jetzt drin im Kastenwagen? Ist die zweite? Ah ja, jetzt haben wir die zweite und dann gibt es nur eine Ladung. Und dann sind wir fertig. Wir haben eigentlich mit zwei Ladungen gerechnet, aber. Da sind nur drei geworden, meine Güte. Weil so viel unten ist. Aber der Maxi hat immer positiv gedacht und hat bis zur letzten Sekunde, wo wir schon eigentlich im Auto saßen, gesagt, dass wir es schaffen, alles reinzukriegen. Nein. Aber wir können ja an Maxi rechnen, ist er ja nicht der Beste. Hilft nicht. So, Freunde, ich bin wieder zurück. Und es war jetzt echt anstrengend. Ich glaube, wir haben insgesamt, ich weiß nicht, fast eine Tonne aus dem Keller rausgeräumt. Da waren halt alte Möbel noch von meiner Mom, die hat sich jetzt neue bestellt und deswegen mussten wir die wegfahren. Und ich habe auch ein bisschen Bläsuren davon getragen, also hier ist, glaube ich, was. Hier noch ein bisschen was an den Armen. Naja, wo gearbeitet wird, da fallen auch Späne. Ich habe beim Aufräumen noch ein Bild gefunden, das möchte ich euch kurz zeigen. Schaut mal her. Schaut euch das Bild an, das ist auf jeden Fall schon uralt und da bin ich drauf und ich wollte früher anscheinend Polizist werden. Steht drauf, hier, Polizia. Hat mein Dad wahrscheinlich aus Italien besorgt, schätze ich mal. Und da ist meine Schwester, die fährt da mit mir mit dem Moped rum. Süß! Und da war ich, weiß ich nicht, wie alt ich da war. Wie alt schätzt man mich denn? Also ich glaube, oh, das Bild ist schon echt sehr, sehr alt. Sieht man auch schon. Ordentlich kaputt. Weiß nicht, vielleicht bin ich da eins. Ich weiß nicht, wie alt man ist als kleines Kind. Vielleicht steht hier das Datum drauf. Nee, da steht kein Datum. Auf jeden Fall hat das Bild gut durchgehalten. Ein paar Stunden später, Max und ich sind jetzt auch wieder zu Hause. Wir sind quasi back together, gehen jetzt gleich eine Runde spazieren. Ich habe vorhin noch ein Video gedreht, wie man hier vielleicht erkennen kann an dem Stuhl und an dem Stativ. Für meinen Kanal geht es um Freundschaften und habe euch auf Instagram, auf meinem Kanal, so ein bisschen mit einbezogen und Fragen beantwortet, meine Erfahrungen geteilt und so weiter und so fort. Es kommt morgen online, genau, am gleichen Tag, wie auch dieser Vlog online kommt, also am Sonntag. Könnt ihr gerne auf meinen Kanal vorbeischauen, wenn ihr möchtet, auf meinem YouTube-Kanal Lisa Nouvelle. Da findet ihr dann das Video. Ich freue mich sehr über Feedback. Hola! Ja, das war's für heute. Wir haben irgendwie gar nichts mehr hergezeigt, weil ich gemeint habe, dass wir noch spazieren gehen. Ach so, haben ja. Haben wir nicht mehr gemacht. Wir waren nur noch einkaufen. Fuck, und dann waren wir im Bett und haben die letzten Folgen von Haus des Geldes angeguckt. Und ja, das war's. Und ich bin halt eingepennt. Ich war so K.O. Echt, ich war so K.O. Ich habe schon wieder, glaube ich, die letzten 20 Minuten, 30 Minuten, bevor das Ende war, habe ich gepennt. Und beim Ende hast du mich dann aufgeweckt und dann habe ich mir noch angeguckt. Ja, also heute ist irgendwie so voll der, ich weiß es nicht, Gammelsamstag. Ja, meine Haare sind übrigens ein bisschen nass, falls man das sieht. Ich habe nämlich die Haare noch gewaschen, weil ich nämlich heute noch mit meiner besten Freundin was trinken gehe. Wo geht sie denn hin? Raten wir nicht. Ah, ist das ein Geheimnis? Top Secret, damit du uns nicht nachführen. Top Secret. Nein, wir gehen bei uns in die Stadt. In Deggendorf gehen wir in eine, ist das eine Bar, Café, ich weiß es nicht. Aber mal gucken, ob man da ein bisschen draußen sitzen kann. Ich glaube, bis 10 kann man auf jeden Fall draußen sitzen. Ja, und jetzt wollten wir noch spazieren gehen und ansonsten gibt es erstmal auch nichts mehr zu erzählen. Deswegen haben wir uns überlegt, Ende Gelände. Wir sagen Adios. Morgen ist für uns ein freier Vlogging Day. Morgen ist Sunday. Sunday heißt Fun Day und da machen wir so ein schön. Genau. Und jetzt werden wir auch Tschüssikowski sagen. Wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, dann lasst uns gerne ein Däumchen da. Ihr wisst ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und ihr könnt uns auch gerne in die Kommentare schreiben, was es bei euch heute an diesem wunderschönen Samstag, also gestern praktisch, wenn das Video jetzt gesagt. Aber wenn die Leute das Video nicht am Samstag, nicht am Sonntag sehen. Achso, nee, dann lassen wir den Tag aus. Sagen wir einfach, was es bei euch
heute Abend zum Essen gibt oder gab. Das ist eine gute Frage, finde ich sehr, sehr schön. Und dann sehen wir uns auch schon wieder beim nächsten Mal. Macht's es gut. Tschüss. Tschüssikowski, Freunde. Like a bird on a tree. I'm just